Hallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Follow My Weekend Video. Heute ist Freitag und mein Freund und ich fahren jetzt gleich nach Rheine ins Kino. Und zwar schauen wir uns den neuen Independence Day Film an. Independence Day, die Wiederkehr. Ich bin sehr gespannt, denn den richtigen Independence Day mit Will Smith und so, den finde ich super, super, super gut. Den habe ich auch als DVD zu Hause. Und ich bin sehr gespannt, wie jetzt die Fortsetzung ist. Und einige der alten Schauspieler sind ja auch dabei, so gut wie alle, außer Will Smith, glaube ich. Und ich bin sehr, sehr gespannt, ob der mit den alten mithält. Und vorher fahren wir jetzt noch schnell zum Real. Mein Freund will sich was von Lego holen. Er will wieder basteln. Das heißt, wir machen jetzt erst noch einen Abstecher zu Real und dann, ja, schauen wir uns den Film an. Und ich bin echt sehr, sehr begeistert. Und ja, begeistert nicht. Ich bin sehr, sehr gespannt und sehr begierig darauf zu erfahren, wie es jetzt in diesem Teil weitergeht, wie die das einstellen und ob es wirklich auch so gut ist wie der erste Teil. Und ich berichte euch dann natürlich nachher davon, wie der Teil war. Hallo, so, wir sind wieder vom Kino da. Der Film war so schön. Oh. So, wir sind wieder da, ist im Kino. Der Film war, ja, eine gelungene Fortsetzung, würde ich mal sagen, war sehr, sehr gut, war von Anfang an auch sehr spannend. Es gab nicht so einen großen irgendwie Vorlauf mit einer normalen anderen Story oder so, sondern es ging wirklich irgendwie nach, weiß nicht, 15 Minuten direkt mit Action los und hat sich auch den ganzen Film lang durchgehalten mit Action, also war sehr, sehr, ja, actionreich und spannend und viel Geballer, viel, ja, viel Aliens, viele verschiedene Aliens. Und war auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Film, finde ich persönlich. Mir hat es gefallen und war ganz cool, dass sie wirklich diese ganzen alten Schauspieler auch wieder dazugeholt haben. Und ja, auch die ganzen Kinder, die es damals in dem Film gab, sozusagen halt als Erwachsene in diesem Film gezeigt haben. Und das war ganz cool und ich kann euch den Film nur empfehlen. Ich fand ihn wirklich sehr gut. Guten Morgen, meine Lieben. Ja, heute ist Samstag. Ich war gerade schon fleißig. Ich war gerade schon einkaufen, den Wocheneinkauf machen. Mein Freund schläft gerade noch, der muss gleich noch das Auto leer räumen, zumindest die Getränke, die sind aber so schwer. Bin ich auch ein bisschen zu faul für die selber auch zu tragen, auch weil die so schwer sind aber. Und ja, auf jeden Fall habe ich das Schlimme jetzt schon erledigt. Ich hasse den Wocheneinkauf zu machen, das ist immer so, alles ist voll am Samstag, überall lange Schlange stehen. Und Einkaufen an sich ist irgendwie auch immer so ein bisschen so eine nervige Sache, findet ihr nicht auch? Und ja, auf jeden Fall fahren wir nachher noch nach Rheine, wir wollen noch in die Stadt. Mein Freund will eine neue SIM-Karte sich holen für sein Handy und ich will noch zum Comic Planet mir neue Mangas kaufen, da die ganzen neuen Sachen ja jetzt erschienen sind. Und ja, ich habe gestern Post bekommen und zwar habe ich neue Bücher bestellt, die zeige ich euch mal eben. Und zwar habe ich bei Rebuy bestellt und zwar die Percy Jackson-Reihe und zwar von Rick Riordan. Und da habe ich Band 1 bis 5 bestellt, also ich glaube, das sind alle, ich glaube, das müsste die komplette Reihe sein. Und ja, wenn ich dann das Buch, was ich jetzt lese, zu Ende gelesen habe, werde ich damit anfangen. Und ich bin schon sehr gespannt. Ich habe bis jetzt nur Gutes über die Bücher gehört. Die Filme habe ich bis jetzt gesehen, aber die sollen wohl im Gegensatz zu den Büchern echt schlecht sein. Und deswegen bin ich sehr gespannt. Weil ich fand die Filme eigentlich gar nicht so schlecht. Das heißt, die Bücher müssen ja echt super gut sein, wenn die Leute sagen, dass die Filme schlecht sind. Und deswegen bin ich da schon sehr, sehr gespannt drauf. Und ja, ansonsten werden wir uns wahrscheinlich später wiedersehen. So, ja, wie gesagt, gleich geht's, also beziehungsweise jetzt geht's sofort in die Stadt. Mein Freund hat seine Sonnenbrille oben vergessen, das dauert jetzt also noch einmal kurz. Und dann, ja, wie gesagt, zum Comic Planet, weil ich neue Mangas kaufen möchte, zum DM, ich brauche eine neue Spülung. Und ich hoffe, dass ich dieses Mal nur eine Spülung kaufe und nichts anderes finde, denn ich habe mir vorgenommen, sparsamer zu sein. Ja, und dann, wie gesagt, noch zum Base Shop seine neue SIM-Karte kaufen. So, wir sind aus der Stadt wieder da. Wir waren auch gar nicht so lange da. Wir haben ein paar Mangas für mich gekauft. Es war allerdings nicht so viel da, da die ganze Sendung von Tokyo Pop eigentlich ja schon hätte da sein müssen. Aber Ilona, die Besitzerin des Ladens, hat halt gesagt, dass die Post das immer noch nicht geliefert hat. Und sie wartet jetzt schon seit fast einer Woche auf die Sachen. Und ja, deswegen habe ich jetzt erstmal nur 4 Mangas gekauft. Von Egmont und von Kase sind die. Ist jetzt also nicht ganz so viel, was ich geholt habe. Dann waren wir noch schnell halt im DM, da habe ich ein Deo und eine Spülung gekauft. Und dann waren wir in diesem U2 Base Shop, weil Base jetzt irgendwie von U2 aufgekauft wurde oder was weiß ich. Auf jeden Fall war das ein totaler Fail, weil die haben uns dann gesagt, so ja, Base kann man jetzt nur noch online machen. Das heißt, mein Freund muss jetzt alles online dann mit der neuen SIM-Karte machen und das alles bestellen.
Ja, und als wir dann wiedergekommen sind, habe ich noch schnell Videos gedreht. Zwei Stück. Ein What's in My Bag für diesen Kanal. Das müsste jetzt auch schon online sein, wenn ihr dieses Video seht. Und eine Review für meinen Manga-Kanal. Die ist dann auch schon online, wenn ihr das hier seht. Und ja, ansonsten ist heute nicht mehr viel los. Ich habe jetzt gerade noch das eine Video schon bearbeitet, das What's in My Bag. Das ist jetzt am Hochladen. Mache ich mir nach meinem Thumbnail fertig. Ist jetzt auch schon fast 6 Uhr mittlerweile und deswegen heute wird nicht mehr viel passieren. Ich bin noch ein bisschen kaputt, muss ich sagen. Irgendwie habe ich Kopfschmerzen und irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendwie bin ich ein bisschen fertig heute. Und auf jeden Fall werden wir uns dann, denke ich, heute einen ganz gemütlichen Abend auf dem Sofa machen und mal gucken, vielleicht irgendwas auf Netflix anmachen, irgendeine neue Serie oder so. Und ja, wie gesagt, ansonsten passiert heute nicht mehr viel. Ich schmink mich jetzt gleich ab und gehe duschen und ja, dann wird das ein gemütlicher Abend. Guten Morgen, meine Lieben. Es ist Sonntag und ich bin gerade aufgestanden. Es ist noch ziemlich früh. Ich glaube, es ist, ja, erst kurz nach 9 und ich werde jetzt mein Video für den Manga-Kanal schnibbeln. Gestern hatte ich da keine Lust mehr zu. Ich hatte gestern so Kopfschmerzen. Ich habe mir auch was zum Frühstücken geholt. Heute sehr ungesund. Schokopops. Ja, und ich werde jetzt auf jeden Fall das Video schnibbeln. Dann werde ich nachher zwei Kuchen backen für morgen auf der Arbeit, weil ich noch was für meinen Geburtstag nachträglich mitbringen muss. Und ich habe überlegt, ob ich nachher noch zwei Videos vordrehe für nächste Woche, damit ich sozusagen schon ein bisschen Vorlauf habe und nächste Woche dann vielleicht auch schon sozusagen wieder was vordrehen kann. Ich habe mir nämlich jetzt einen Plan gemacht für meine Videos, damit ich wirklich regelmäßig was hochladen kann, vor allen Dingen auch für den Manga-Channel, weil diese Reviews brauchen ja doch immer ein bisschen Vorbereitung und weil ich ja dann alles in schriftlicher Form nochmal auf meinem Blog mache und so. Ich möchte meinen Blog, den ich für diesen Channel habe, auch gerne jetzt wieder aktueller nutzen und mehr nutzen. Ich habe gestern zu meinem What's in My Bag Video auch einen Eintrag gemacht, beziehungsweise wenn ihr das seht, es war halt dann am Samstag online der Eintrag dazu. Und ich möchte da halt jetzt wieder ein bisschen mehr machen und deswegen mache ich mir da jetzt einen Plan und will das alles vernünftig machen. Und ja, jetzt schnibbel ich erstmal das Review-Video und dann denke ich, werde ich erstmal mich an die Kuchen machen und dann denke ich, werde ich Videos drehen. Ich bin fast fertig mit Backen, aber ich hatte gerade einen riesigen Backfail. Also sowas habe ich noch nie gehabt. Ich habe einen Käsekuchen ausprobiert, einen japanischen Käsekuchen. Das Rezept ist von Pinterest und der sah auch super, super aus, als ich den aus dem Backofen genommen habe. Ich habe ihn extra im Backofen nach unten lassen und alles. Und dann ist er voll in sich zusammengefallen. Der schmeckte voll lecker. Ich habe ihn gerade probiert, weil so kann ich den ja morgen nicht mit zur Arbeit nehmen. War echt voll lecker, aber der ist halt voll jetzt in sich zusammengefallen. Sieht halt jetzt voll doof aus. Naja, den können mein Freund und ich dann nachher essen, auch wenn er jetzt nicht mehr so schön aussieht. Ja, aber der zweite Kuchen ist jetzt im Backofen. Das ist ein ganz einfacher. Das ist ein Fanta-Kuchen und da kommt dann diese Creme drauf. Das ist eine Creme mit Himbeeren, Mascarpone und Quark. Und hier sind noch ein paar Himbeeren, die dann nachher da zum Verzieren drauf kommen. Und ja, ich denke, der wird gut schmecken und ich hoffe, dass der dann auch vernünftig aussieht. Weil der ist echt ein richtiger Fail geworden. Das ist richtig traurig, vor allem, weil der so lecker schmeckt. Ja, aber jetzt werde ich mich gleich erstmal schminken, umziehen und dann werde ich, denke ich, noch zwei, drei Videos aufnehmen. Gucken, wie viel ich schaffe. Die Küche habe ich schon einigermaßen wieder sauber. Ich muss gleich nur noch einmal sauber wischen, weil es ein bisschen was auf den Boden gekommen. Weil meine Rührschüssel für den Boden von dem Fanta-Teig, die war ein bisschen zu klein. Da ist ein bisschen was übergeschwappt. Aber das war die größte, die ich hatte. Und ja, da kam so viel rein und das ist so groß halt geworden alles. Und ja, das ist dann ein bisschen rübergelaufen. Und deswegen muss ich hier gleich einmal noch schnell saugen und wischen. Aber macht nichts. Ja, auf jeden Fall. Der Kuchen, der eine Kuchen war fail, echt schade, aber gut. Wenn der andere dann schmeckt, dann muss ich halt morgen noch irgendwas anderes besorgen, keine Ahnung. Irgendwelche Süßigkeiten oder so, oder ich hole irgendwelche Berliner beim Bäcker noch oder so, oder mal gucken, vielleicht nehme ich auch einfach nur den einen Kuchen mit, mal schauen. Und ja, jetzt werde ich mich schminken und dann Videos machen. Schaut mal, was ich gerade gemacht habe. Ich habe mir eine Lichterkette an die Wand gehauen. Ja, sieht ein bisschen komisch aus, weil halt meine Pinnwand da noch ist, aber die wollte ich nicht abnehmen. Und ja, die Wand ist ein bisschen blöd, die Nägel sind alle krumm geworden. Auf jeden Fall geht in dieser Wand nichts, gehen die Nägel in diese Wand nicht so einfach rein wie in die anderen Wände. Das ist ein bisschen blöd, die stehen jetzt alle voll weit raus und sind alle voll verbogen. Ich habe einige kaputt gehauen, aber egal, dafür habe ich jetzt eine Lichterkette an der Wand. Ist nicht so schön geworden, aber ich habe jetzt schöne Lichter. Und ja, meine Kuchen, ich habe jetzt noch einen anderen gebacken. Ich bin gerade noch schnell zur Bäckerei. Ich habe bei der Bäckerei mal eben schnell
noch Eier und Butter nachgekauft für 4,50 Euro für 6 Eier und ein Paket Butter. Ganz schön teuer, aber gut. Ja, ich habe dann noch einen zweiten Kuchen gebacken und zwar so einen Schokokuchen und der ist jetzt auch fertig. Der Fanta-Kuchen mit dem Himbeer-Mascarpone-Quark-Zeug ist auch fertig, also ist alles komplett und jetzt werde ich noch ein oder zwei Videos drehen.